Also Mashup, das bedeutet, dass zwei Komponenten, sehr unterschiedliche, zusammengefügt werden zu etwas Neuem. Das hat natürlich vor allem in der Musik kommt das sehr zum Tragen, wenn dann zum Beispiel von einem Song nur die Vocals genommen werden und von einem anderen Song nur das Instrumental und das dann irgendwie idealerweise zusammenpasst und zu einem neuen Song zusammengemischt wird, gemash-up wird, hat man dann am Ende ein vollkommen neues Lied. Und ich verstehe darunter im technischen Sinne, dass man zum Beispiel bei Facebook etwas postet und das gleichzeitig auf Twitter erscheint. Oder bei Tumblr gibt es auch die Funktion, dass du halt einen Blog-Eintrag postest und der erscheint dann gleichzeitig auf deinem Facebook- und Twitter-Account. Und das verstehe ich unter einem Mashup. Ein Mashup ist das, was wir hier sehen. Hier kommen verschiedene Leute aus verschiedenen Nationen zusammen, die sich noch nicht kannten. Sie vernetzen sich irgendwie oder sie waren vorher schon vernetzt und versuchen, was Gemeinsames weiterzuentwickeln oder was ganz Neues zu finden.